Hey Leute! Heute erzähle ich euch von der Geschichte, in der Thor auf die harte Tour gelernt hat, das würdig sein, weder von einer perfekten Vergangenheit noch von einer lückenlosen Erfolgsbilanz abhängt. Es wird vielmehr von den Entscheidungen bestimmt, die wir treffen. Mehr über die mächtigsten Helden der Welt, die Avengers. Dann Film ab. Es war ein typischer Morgen im Avengers-Hauptquartier. Unsere Helden losten aus, wer sich um die Wäsche des Teams kümmern muss, während Cap irgendwelche Vorträge über Pflicht und Disziplin hält. Das gibt's doch nicht. Falcon hatte den Kürzeren gezogen. Mal wieder. Er tut mir echt schon leid. Hulks Shorts sind so eklig, dass S.H.I.E.L.D. sogar eine eigene Akte über sie hat. Ich wusste nicht, dass Gammastrahlung so übel riecht. Hulks Gammashorts sind gammatödlich. Das war jedenfalls der Moment, als sie das Geräusch hörten. Nicht mein Klingelton. Eine asgardianische Schriftrollenlieferung. Ich nehme an, es gibt keinen Mobilfunk in Asgard? Man möchte meinen, eine super fortschrittliche Gesellschaft wie diese hätte Smartphones längst erfunden. Wie sich herausstellte, war Thor als Ehrengast zu den Spielen der Lernhalle seiner Alma Mater geladen. Er war etwas zögerlich. Ich werde der Einladung nicht nachkommen. Aber Hawkeye und Hulk schafften es, ihn zu überreden. Komm schon, tun wir es. Wahrscheinlich wird das sowieso nur ein Gelage werden. Wie ein Fähnchen im... Zu mir, Mjölnir! Heimdall, ein Portal! Das Seltsame daran war, dass es genau als er das Portal öffnete, ein Erdbeben in New York gab. Energiemessungen ergaben, dass es irgendwie mit dem Raumstein zusammenhing. Natürlich, was denn sonst? Dann, nachdem sie einen Boxenstopp gemacht hatten an einem Ort, den ich nicht aussprechen kann, wo Surtur, der Feuerdämon, sich sehr über Gäste gefreut hat, wurden Thor und das Team zurück ins Portal gesaugt, das sie dann planmäßig nach Asgard brachte. Vergebt mir, Odinson. Irgendetwas stört meine Kontrolle über die Portale. Heimdall, du hattest nur eine Aufgabe. Okay, spulen wir etwas vor. Während sich Cap und Widow um die Auswirkungen des Bebens auf der Erde kümmerten, gab es für Hulk und Hawkeye eine kleine Führung durch Thors, man kann es wohl Schule nennen. Moment, wo steht dein Name? Nur um herauszufinden, dass er nie einen Abschluss gemacht hat. Nun ja, beinahe. Aber Vater, er brauchte meine Stärke auf dem Schlachtfeld. Woraufhin sie eine Erscheinung entdeckten, die verblüffend wie Thors diabolischer Tu-nicht-gut-Bruder aussah. Komm schon! Es hat keinen Nutzen. Einmal verschlossen, öffnet sich diese Tür nicht mehr. Loki hatte sie reingelegt und die drei zu den Spielen der Lernhalle angemeldet, denen man nur durch Überleben entkommt. Und ihr dachtet, die Bundesjugendspiele wären fies. Oh, heiliger Pimper. Los ging's mit Hulk, der gegen drei große böse Wölfe antrat. Hawkeye wollte helfen. Nein, das ist Hulks Prüfung. Aber Thor machte deutlich, dass jede der Prüfungen eine One-Man-Show ist. Aber keine Sorge, liebe Zuschauer, selbst diese Welpen konnten den grünen Brocken nicht umhusten, prusten oder pusten. Unterdessen passierte in New York das. Ich kann mich nicht an wolkig mit Aussicht auf Asgard beim Wetterbericht für New York erinnern. Wo wir bei Asgard sind, Hawkeyes Prüfung kam als nächstes. Und zwar der Kampf gegen, ich weiß nicht genau, was das war, ich nenne es einfach mal einen Aal. Ein riesiger, feuerballschleudernder Aal. Ja, könnte hinkommen. Mit ein paar flinken Manövern und seinen schicken Pfeilspitzen besiegte Hawkeye die Kreatur ohne Probleme. Genau genommen war das alles recht einfach für ihn. Verstanden? Alles? Ja, ich geb's zu. In meinem Kopf klang es lustiger. Dann war Blondie höchstpersönlich an der Reihe. Er musste nur ein paar Rätsel lösen. Wenn mein Gegenüber freigelassen, du mich niemals kannst hassen. Das erste lief problemlos. Du bist ein Versager. Aber das nächste... Ich bleibe standhaft und greife dich nicht an, meinem Reich würdig. Und dennoch bin ich seltsam. Erkennst du mich als dann? Eine echt harte Nuss. Du bist Thor Odinson. Nein. Da hatte er wohl hammermäßig daneben gelegen. Du bist es ganz einfach nicht wert, die Spiele zu beenden. Anscheinend war das alles, was Loki gebraucht hatte, um Valhalla zu entkommen. Und wie er das tat, oh Mann. Sagt über seine zu großen Hörner, was ihr wollt. Der Typ weiß, wie man Dampf gibt. Wie eine Loki-Motive. Ich habe jetzt Wortspielverbot. Nichtsdestotrotz... Du bist Loki Lofason. Fand Thor doch noch die Lösung für das Rätsel, als die anderen Lokis und dazu brachten, sie durch die asgardianische Barriere zu ziehen. Und gerade rechtzeitig. Sie prügelten sich mit Lokis untoten Armee, während Thor Probleme hatte, seinen Hammer auf ihn zu werfen. Das war so eine Wurmloch-Geschichte. Aber Thor hat dann doch noch einen Treffer gelandet. Wisst ihr was? Das sehen wir uns jetzt nochmal an. Oh, so befriedigend. Und wer hätte das gedacht? Loki hatte die ganze Zeit den Raumstein bei sich. Also klarte der Himmel über New York doch noch auf. Loki kam ins Gefängnis, wo er hingehört. Jemand anderes als Falcon zog den Kürzeren und Thor bekam endlich seinen Abschluss. Er war wohl doch würdig genug.